Meine Damen und Herren, es ist mir eine große Freude, namens des Verfassungsgerichtshofes heute so viele und auch so hochrangige Gäste zur nunmehr zweiten Veranstaltung unserer Reihe, Vortragsreihe zum 100-Jahr-Jubiläum der österreichischen Bundesverfassung begrüßen zu dürfen. Herr Bundespräsident außer Dienst, Dr. Heinz Fischer, ist heute ebenso zu uns gekommen wie Herr Vizekanzler außer Dienst, Clemens Jablohner, und stellvertretend für alle ehemaligen und amtierenden Mitglieder des Verfassungsgerichtshofes begrüße ich dessen früheren Präsidenten Ludwig Adamowitsch und seine Frau Britta sehr herzlich. Und ich freue mich auch, die österreichische Richterin am Europäischen Gerichtshof für Menschenrechte und ehemalige Kollegin am Verfassungsgerichtshof, Frau Professor Gabriele Kutzko-Stadelmeier, begrüßen zu dürfen. Seien Sie herzlich willkommen. Besonders herzlich begrüße ich auch den ehemaligen Präsidenten des Österreichischen Juristentages und Bundesminister für Justiz außer Dienst, Dr. Nikolaus Michalek, sowie alle Vertreterinnen und Vertreter der Gerichtsbarkeit von den Universitäten und aus der Verwaltung, alle ehemaligen und aktiven Mitarbeiter unseres Hauses, seien Sie auch sehr herzlich willkommen. Unser besonderer Gruß aber gilt dem Vortragenden des heutigen Abends, Herrn Professor Dieter Grimm. Dieter Grimm war erst vor wenigen Wochen Festredner beim Kolloquium aus Anlass des 80. Geburtstags von Theo Oehlinger und heute ist er also Vortragender bei einem 100. Geburtstag, jenem der Bundesverfassung. In seinem heutigen Vortrag wird er der Frage nachgehen, was genau ist politisch an der Verfassungsgerichtsbarkeit. Ich möchte zur Einführung einige Eckdaten aus der Biografie von Dieter Grimm in Erinnerung rufen, vier Charakteristika seines wissenschaftlichen Werks hervorheben und schließlich zwei Literaturempfehlungen aussprechen. Dieter Grimm wurde im Jahr 1937 als Sohn eines Eisenbahnbeamten in Kassel geboren. Er studierte Rechtswissenschaften in Frankfurt am Main, Freiburg im Breisgau und an der Freien Universität in Berlin. Später ging er noch für je ein Jahr an die Pariser Sorbonne und an die Harvard University, wo er den Grad eines Master of Laws erwarb. Seine wissenschaftliche Laufbahn begann im Jahr 1966 am Max-Planck-Institut für europäische Rechtsgeschichte in Frankfurt, einem Institut, dem er bis heute verbunden geblieben ist. In dieser Zeit entstanden bei Helmut Kohing die Dissertation zum Thema Solidarität als Rechtsprinzip, die Rechts- und Staatslehre Léon Diguis in ihrer Zeit und die Habilitation zum Thema Verfassung und Privatrecht im 19. Jahrhundert mit besonderem Bezug zur Privatrechtsgeschichte auch in Österreich. 1979 wurde Dieter Grimm als Nachfolger von Ernst Wolfgang Böckenförde an die Universität Bielefeld berufen, wo ein besonders anregendes wissenschaftliches Umfeld, insbesondere mit Blick auf die interdisziplinäre Forschung vorfand. Statt aller seien die Namen Niklas Luhmann, Franz Xaver Kaufmann oder Reinhard Koselleck genannt. Auch Bielefeld blieb er bis heute treu, wie sich an den Feierlichkeiten zum 50-Jahr-Jubiläum der Reformuniversität im Vorjahr zeigte. Im Jahr 1987 wurde Dieter Grimm, gerade 50 Jahre alt, vom Bundesrat in den ersten Senat des Bundesverfassungsgerichts gewählt, dem er bis zum Jahr 1999 angehörte. Dort war er, das ist vielen von Ihnen bekannt, insbesondere zuständig für das Grundrecht der freien Meinungsäußerung, der Medienfreiheiten, der Versammlungsfreiheit, der Vereinigungsfreiheit, aber auch für das Datenschutzrecht. In Grimms Amtszeit fallen wichtige, teils umstrittene Entscheidungen, wie jene zum Tucholsky-Zitat »Soldaten sind Mörder« oder zum Kruzifix in Klassenzimmern, und alle unter uns, die rechtsvergleichend mit dem deutschen Recht gearbeitet haben, ist sein Sondervotum zu Reiten im Walde ein Begriff. Nach dem Ende seiner Karlsruher Zeit wechselte Dieter Grimm im Jahr 2000 an die Humboldt-Universität zu Berlin. Er wurde im selben Jahr Permanent Fellow des Wissenschaftskollegs zu Berlin, dessen Rektor er auch für 5 Jahre war. Grimms Verbindung zu den Vereinigten Staaten aus den Studienzeiten intensivierte sich im Laufe der Jahre und Jahrzehnte. Er ist seit Gründung im Jahr 1996 bis heute
Teilnehmer des jährlich veranstalteten Global Constitutionalism Seminar an der Yale Law School, wo er auch seit 2001 regelmäßig als Visiting Professor unterrichtet. Das, meine Damen und Herren, sind biografische Eckdaten, die man heute auch rasch im Internet nachlesen kann. Und dennoch, meine ich, gehören sie an den Beginn einer Einführung des heutigen Abends. Damit es jetzt aber nicht zu lange wird, lassen Sie mich vier Charakteristika im Wirken von Dieter Grimm hervorheben, um Sie ein wenig auf den Vortrag einzustimmen. Erstens, Dieter Grimm, der Verfassungshistoriker. Er denkt das Recht, das öffentliche Recht und im Besonderen das Verfassungsrecht stets in historischer Perspektive. Auf diese Weise erlangen seine Aussagen zusätzliche Fundierung, Schwergewicht, Tiefgang. Er legt die Zusammenhänge frei, die sich oft hinter historischen Brüchen verbergen, stellt Verbindungen her, macht in vergleichender Betrachtung Bezüge sichtbar, zuletzt etwa in einem Vergleich der Entwicklung des polnischen Verfassungsgerichts mit dem Schicksal des österreichischen Verfassungsgerichtshofes im Jahr 1933. Zweitens die Grund- und Menschenrechte. Stark mitgeprägt von den Aufgaben, die Dieter Grimm im ersten Senat des Bundesverfassungsgerichts wahrzunehmen hatte, entwickelt sich jener liberale Zugang zu den Kommunikationsfreiheiten, der bis heute die Rechtsprechung des Bundesverfassungsgerichts prägt. Vor allem im Medienrecht und in der Freiheit der Meinungsäußerung sind seine Spuren nicht nur in der Rechtsprechung, sondern auch im wissenschaftlichen Schrifttum nachhaltig. Und auch hier die Brücken. Kommunikationsfreiheiten in ihrer Funktion für die liberale Demokratie, übermäßige Beschränkungen als Gefährdungen für die Demokratie wiederum, geraten mahnende und kritische Worte zu Entwicklungen in autokratischen Systemen, auch und gerade in Europa, in den Blick. Drittens, Sie ahnen es, die Verfassungsgerichtsbarkeit. Dieter Grimm hat, wie jetzt schon mehrfach erwähnt wurde, die Innensicht auf die Verfassungsgerichtsbarkeit. Und er verknüpft sie mit der Außensicht aus der Zeit, wo er nicht mehr in Karlsruhe tätig war. In der Zeit nach dem Richteramt entwickelte sich daraus ein wissenschaftlicher Schwerpunkt, der sich mit den Funktionsweisen und Wirkungsformen der Verfassungsgerichtsbarkeit gleichermaßen beschäftigt wie mit rechtsvergleichenden Betrachtungen und grundlegenden staatstheoretischen Fragen. Die Analysen sind, wie Sie als Leserinnen und Leser wissen, scharfsinnig, die entwickelten Thesen und Ergebnisse weiterführend und stets präzise. Der heutige Vortrag wird uns das einmal mehr vor Augen führen. Und viertens, der Verfassungsstaat und Europa. Dieter Grimm beschäftigt sich seit über 30 Jahren mit der Zukunft der nationalen Verfassungen und des Verfassungsstaates im Lichte von Europäisierung und Globalisierung. Dabei tritt er für die Vorzüge des staatlich verfassten Gemeinwesens, ihrer demokratischen Legitimation und des gesellschaftlichen Ausgleichs ein. Er beleuchtet die Gefährdungen, Chancen und Defizite, die sich aus zunehmenden Einflüssen europäischer und internationaler Organisationen und Beziehungen ergeben. Erst jüngst hat Dieter Grimm in einem vielbeachteten Interview aus Anlass des 70-Jahr-Jubiläums des Grundgesetzes darauf hingewiesen, dass und wie sozialstaatliche Sicherungen durch die Freiheiten des Binnenmarkts im Rahmen der Europäischen Union ins Hintertreffen geraten können. Diese Charakterisierung in vier Schlagworten bleibt naturgemäß holzschnittartig und wird Dieter Grimm ganz sicher nicht gerecht. Aber zur Beruhigung meines Gewissens möchte ich mit zwei Leseempfehlungen schließen, wo Sie selbst sich das Bild vervollkommnen können. Die erste. Vor einigen Jahren veranstaltete Dieter Grimm ein Seminar mit seinen Schülern, das sich mit den Wechselwirkungen zwischen der Rechtsprechung des Bundesverfassungsgerichts und der Verfassungsrechtswissenschaft in Deutschland beschäftigte. Vor wenigen Wochen erschien nun der Tagungsband unter dem Titel Vorbereiter, Gedankenstrich, Nachbereiter, Fragezeichen. Ein lesenswertes Buch mit gehaltvollen Beiträgen von 10 jungen Wissenschaftlern und einem Resümee von Dieter Grimm, das vor allem auf die Verwertung von Vorarbeiten der Wissenschaft durch das Gericht hinweist, die nicht unmittelbar sichtbar, aber doch in erheblichem Umfang vorhanden sind. Und die Beobachtung, dass sich nach einer Entscheidung des Verfassungsgerichts das Meinungsspektrum verengt. Die zweite Literaturempfehlung ist ein Büchlein, in dem das bisherige Leben und Wirken von Dieter Grimm in Wissenschaft und gerichtlicher Praxis aufgezeichnet wird, und zwar in ungewöhnlicher Form, nämlich in Gesprächsform
drei Staatsrechtslehrer bereits in fortgeschrittenem Alter haben mit Dieter Grimm drei Gespräche geführt über seine beruflichen Stationen. Ein besonders langes Kapitel ist Bielefeld gewidmet, deren Universität für den Lebensweg von Dieter Grimm entscheidend war oder wie er selbst es in der ihm eigenen unprätentiösen Art formuliert, ich zitiere, vieles von dem, was ich gemacht habe, wäre ohne das Bielefelder Ambiente nicht oder nicht so entstanden. Zitat Ende. Ein weiteres Kapitel beschäftigt sich naturgemäß mit der Zeit am Karlsruher Verfassungsgericht und hier erfährt man manches, was zur Erfolgsgeschichte des Bundesverfassungsgerichts beigetragen hat. Unter dem Titel Grundrechtsdogmatik und Beratungskultur schildert Grimm seine Erfahrung im Ersten Senat in der Beratung konkreter Fälle. Ich könnte hier fortfahren, aber ich möchte Sie neugierig machen und auf die Lektüre verweisen. Daher darf ich abschließend noch den Titel des Buches verraten. Er lautet, könnte auch eine Gesamtcharakteristik für Dieter Grimm sein, ich bin ein Freund der Verfassung. Herr Grimm, wir freuen uns auf Ihren Vortrag. Sehr verehrter Herr Präsident, ich möchte als erstes sagen, dass ich es als besonders glückliche Fügung empfinde, dass ich heute einen Vortrag aus Anlass des Jubiläums des Verfassungsgerichts halten kann, an demjenigen Tag, an dem Sie Präsident geworden sind. Und ich wiederhole meine Glückwünsche von heute Morgen und wünsche Ihnen eine erfolgreiche Amtszeit. Eine lange ist es ohnehin, viel länger als ein Präsident eines deutschen Bundesverfassungsgerichts amtieren dürfte. Wenn ich es noch mit einem Wunsch begleiten darf, dann würde ich sagen, ich hoffe, dass Sie Ihre Arbeit, Ihre segensreiche Arbeit für die Venice Commission fortsetzen können, trotz dieses Amtes. Meine sehr verehrten Damen und Herren, noch beginne ich nicht, weil ich auch noch das Bedürfnis habe, zu sagen, dass ich mich geehrt fühle, dass solch wichtige und hohe Repräsentanten dieser Republik und ihrer Justiz aus diesem Anlass hier hingekommen sind. Vielen Dank dafür. Aber nun zum Gegenstand des Vortrages selbst. Ich habe ein Thema gewählt, von dem ich annehme, dass es zum Jubiläum dieser Institution passt. Aber ich will gleich sagen, es ist keineswegs ein neues Thema. Im Gegenteil, es ist ein Thema, das so alt ist wie die Verfassungsgerichtsbarkeit selbst. Die Frage, ob Verfassungsgerichte rechtliche oder politische Institutionen sind und ob die Verfassungsrechtsprechung eine juristische oder eine politische Tätigkeit ist, ist eine Frage, die Verfassungsgerichten immer aufs Neue gestellt wird und die von ihnen auch immer wieder aufs Neue beantwortet werden muss. Ich hoffe aber, das hat auch eine Rolle gespielt bei der Themenwahl, dass ich die Dichotomie, in der dieses Thema sich meistens festfährt, ein bisschen auflockern kann, indem ich aus dem Entweder-Oder ausbreche und nicht frage, ob die Verfassungsgerichtsbarkeit juristisch oder politisch ist, sondern frage, inwiefern sie politisch und inwiefern sie juristisch sein könnte. Und wenn man mit dieser Fragestellung an den Gegenstand herantritt, dann lassen sich verhältnismäßig unschwer zwei Aspekte von Verfassungsgerichtsbarkeit abschichten. Zum einen, es liegt auf der Hand, dass jedenfalls die Gegenstände der Verfassungsrechtsprechung typischerweise politisch sind. In der Verfassungsgerichtsbarkeit, anders als bei der gewöhnlichen Justiz, steht politisches Verhalten zur Beurteilung. Und zwar gerade das politische Verhalten der obersten Staatsorgane, einschließlich des Gesetzgebers. Gewöhnliche Gerichte kommen dagegen nur ausnahmsweise mit politischem Verhalten in Berührung, etwa wenn das Vorgehen eines Amtsträgers oder eines Mandatsträgers einen Straftatbestand erfüllt. Aber das ist dann keine Sache des Verfassungsrechts, sondern eine Sache des Strafrechts. Natürlich entscheiden viele Verfassungsgerichte auch Fälle, die nicht das Verhalten der obersten Staatsorgane betreffen, Verwaltungsakte, Urteile unterer Gerichte. In Deutschland ist das sogar bei Weitem die größte Zahl, etwa 95% aller Verfahren in Deutschland entstehen aus Verfassungsbeschwerden und treffen also primär
Urteile anderer Gerichte, denen wiederum häufig Verwaltungsakte zugrunde liegen. Das heißt also, im Gegensatz zu Österreich sind sogar diese anscheinend nicht hochpolitischen Prozesse der größte Teil der Arbeit. Aber auch sie ragen natürlich außerordentlich häufig in den politischen Raum im engeren Sinne hinein, nämlich sobald die gesetzliche Grundlage eines Urteils oder eines Verwaltungsakts verfassungsrechtliche Bedenken aufwirft. Aber selbst wenn die Verfahren, bei denen es nicht um das Verhalten der obersten Staatsorgane steht, kleine Anzahl sind an die anderen, sind sie es doch, die das Bild der Verfassungsgerichtsbarkeit in der Öffentlichkeit prägen und die die Verfassungsgerichtsbarkeit als eine politische Instanz erscheinen lassen. Prüfung von Gesetzgebungstätigkeit und Regierungstätigkeit ist eben das Spezifikum, das die Verfassungsgerichtsbarkeit abhebt von der übrigen Justiz. Zum anderen, so wie die Gegenstände verfassungsgerichtlicher Verfahren typischerweise politisch sind, sind es auch die Wirkungen. Ob ein parlamentarisch beschlossenes Gesetz in Kraft treten kann oder nicht, ob ein von der Regierung ausgehandelter völkerrechtlicher Vertrag vom Parlament ratifiziert werden kann oder nicht, ob die Bundeswehr im Ausland eingesetzt werden darf, ob der Bundestag der Bundespräsident den Bundestag auflösen lässt, das sind alles Ihnen bekannte Fragen aus der deutschen Rechtsprechung, ist von höchster politischer Bedeutung. Urteile von ähnlicher politischer Wirkung sind in der normalen Gerichtsbarkeit selten, am häufigsten vielleicht noch in der Verwaltungsgerichtsbarkeit, wo rechtlich gebundene Exekutivakte auf ihre Gesetzmäßigkeit geprüft werden. Ausnahmsweise können das Akte von hoher politischer Bedeutung sein, aber nicht deswegen, weil die obersten Staatsorgane gehandelt haben, sondern deswegen, weil der Gegenstand vorher zu einem Politikum geworden ist. Typischerweise Großvorhaben, um das Peinlichste zu benennen, der Berliner Flughafen. Ja. An der politischen Bedeutung der Verfassungsgerichtsbarkeit ist also überhaupt nicht zu zweifeln. Das lässt sich leicht erkennen an einem Vergleich politischer Systeme mit und ohne Verfassungsgerichtsbarkeit. In einem System ohne Verfassungsgerichtsbarkeit bleiben Verfassungsverstöße folgenlos. In einem System mit Verfassungsgerichtsbarkeit können sie kassiert werden. In einem System ohne Verfassungsgerichtsbarkeit wird im Streitfall über das, was die Verfassung nun im Einzelnen fordert, letzten Endes die Mehrheit obsiegen. Mit Verfassungsgerichtsbarkeit hat man eine neutrale Schiedsinstanz, die das entscheidet und damit einen neuen Boden bereitet für die politische Auseinandersetzung, die natürlich trotzdem weitergeht. Aber die Verfassungsgerichtsbarkeit erschöpft sich nicht in der nachträglichen Kontrolle, sondern von ebenso großer Wirkung, würde ich sagen, ist die Vorwirkung. Allein die Möglichkeit, dass einer politischen Entscheidung eine gerichtliche Kontrolle folgt, führt dazu, dass die Verfassungsfrage im politischen Prozess relativ frühzeitig und auch relativ neutral beobachtet werden muss. Die Existenz der verfassungsgerichtlichen Kontrolle beeinflusst auch den politischen Diskurs in der Gesellschaft. Verfassungsrechtliche Argumente spielen in einem System mit Verfassungsgerichtsbarkeit eine erhöhte Rolle, manchmal, das würde ich jedenfalls für Deutschland sagen, eine überhöhte Rolle, weil sie die anderen Fragen, die natürlich auch von Wichtigkeit sind, der politischen Klugheit der Entscheidung oder der Finanzierbarkeit oder der Konsentierbarkeit zu früh in den Hintergrund drängen. Dass Gegenstand und Wirkung der Verfassungsrechtsprechung politisch sind, liegt in der Sache begründet. Verfassungsgerichte haben die Aufgabe, die Vorschriften der Verfassung durchzusetzen. Und die Verfassung wiederum ist dasjenige Recht, welches sich auf Einrichtung und Ausübung politischer Herrschaft bezieht. Verfassungen legen nicht nur die Grundstruktur eines politischen Systems fest, sondern sie leiten und begrenzen auch politisches Handeln. Und deswegen können Verfassungsgerichte politisches Verhalten unter Berufung auf die Verfassung entweder untersagen oder verlangen. Und das ist keine Grenzüberschreitung, sondern das ist der Sinn der Sache. Verfassungsgerichte, die einer Entscheidung wegen ihrer politischen Implikationen aus dem Weg gingen, würden ihre Aufgabe verraten. Eine unpolitische Verfassungsgerichtsbarkeit gibt es nicht. Wer sich damit nicht abfinden kann, etwa aus einem bestimmten identitären Demokratieverständnis, muss Verfassungsgerichtsbarkeit insgesamt ablehnen.
finde übrigens, dass solche Haltungen sich nach dem ungeheuren Aufstieg der Verfassungsgerichtsbarkeit in der zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts jetzt wieder häufiger zeigen, am allermeisten in den USA, aber keineswegs nur dort. Und das war der Gegenstand des Vortrags, auf den Herr Präsident Grabenwarter hingewiesen hat, den ich vor 4 oder 5 Wochen nahebei in der juristischen Fakultät gehalten habe. Wer die Haltung teilt, dass Verfassungsgerichtsbarkeit mit seinen Demokratievorstellungen nicht vereinbar sei, der muss freilich auch bereit sein, den Preis dafür zu bezahlen. Und das ist ein Preis, den schon Kelsen mit Klarheit bezeichnet hat, Irrelevanz der Verfassung. Verfassungsrecht setzt sich nicht von selbst durch. Es muss von den handelnden Personen verwirklicht werden. Und wenn man die Befolgung denjenigen anheimstellt, an die sich diese Anforderungen richten, dann wird die Verfassung in aller Regel den Kürzeren ziehen. Nun handeln Verfassungsgerichte ausschließlich, indem sie rechtliche Streitfälle entscheiden, die an sie herangetragen werden. Sie entscheiden sie anhand von Rechtsnormen, die ihnen vorgegeben sind. Wenn Gegenstand und Wirkung der Verfassungsgerichtsbarkeit unausweichlich politisch sind, dann engt sich also die Frage nach dem rechtlichen oder politischen Charakter darauf ein, ob denn auch der Vorgang der Auslegung und Anwendung des Verfassungsrechts auf Streitfälle die Verfassungsgericht zu einer politischen Instanz macht oder ob man diesen Vorgang trotzdem als juristischen Vorgang qualifizieren kann. Das ist die entscheidende Frage nach meiner Auffassung in dem Thema politisch oder juristisch. Eine Frage, der sich die Politikwissenschaft, die sich ja auch neuerdings verstärkt, in Amerika schon immer, aber auch bei uns neuerdings verstärkt mit Verfassungsgerichtsbarkeit beschäftigt, ist eine Frage, die die Politikwissenschaft selten stellt, weil sie sich nicht auf das juristische Geschäft der Auslegung und Anwendung von Normen einlässt, aber eine Frage, von deren Antwort sehr viel abhängt. Sollte die richterliche Entscheidungsfindung ebenfalls politisch sein, dann würde das die Rechtfertigung einer Verfassungsgerichtsbarkeit erheblich erschweren. Warum sollte man dann, wenn das ein politisches Geschäft ist, die Entscheidung Richtern anvertrauen, die weder direkt gewählt sind, noch demokratisch für ihre Entscheidungen zur Verantwortung gezogen werden können? Umgekehrt würde aber auch die Errungenschaft der Verfassungsstaatlichkeit einen erheblichen Rückschlag erleiden, wenn Verfassungsrecht nicht mehr justiziabel wäre. Schließlich ist es gerade die Ausbreitung der Verfassungsgerichtsbarkeit in der zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts gewesen, die die Verfassung in vielen Ländern, der Verfassung in vielen Ländern eine Bedeutung verliehen hat, wo sie jahrzehntelang keinerlei Rolle gespielt hat. Guckt man auf die Funktionsbeschreibung der Verfassungsgerichtsbarkeit, so wie sie auch in den Verfassungen enthalten sind, sind die Dinge völlig ziemlich klar. Verfassungsrechtsprechung ist Rechtsanwendung, also eine Tätigkeit, die generell getroffene Vorentscheidungen lediglich im konkreten Streitfall vollzieht. Aber damit ist wohl noch nicht das letzte Wort gesprochen. Es besteht ja immerhin die Möglichkeit, dass die Funktion sich nicht so wie vorgesehen verwirklichen lässt. Und daran werden oft genug Zweifel geäußert. Etwa deswegen, weil die Vorentscheidungen, die die Verfassung aufstellt, also die Verfassungsnormen, oft unklar sind. Auch sehr stark, weil die Art und Weise, wie Urteile zustande kommen, intransparent ist. Aber was offensichtlich mir zu sein scheint, ist, dass jedenfalls ein Arenenwechsel stattfindet, wenn der politische Akt vor einem Verfassungsgericht angegriffen wird. Die Politik wird dann vom Subjekt zum Objekt. Es wechseln die Akteure, es wechseln die Kriterien, es wechselt das Verfahren. Wenn wir zunächst einen Blick auf die Akteure werfen, dann sind es, bevor die Sache die Arena wechselt, Politiker in den verschiedenen Rollen, die sie einnehmen, als Regierung, als Parlament, als Opposition, als was auch immer. Die fallen nun aus ihrer Rolle als Entscheidungsträger auf die Rolle zurück von Antragstellern, Antragsgegnern, Äußerungsberechtigten, während die Führung auf die Richter übergeht.
und die unterscheiden sich von Politikern in einigen bedeutenden Hinsichten, sind professionelle Juristen. Das heißt, die Anwendung von Rechtsnormen auf Sachverhalte ist ihr Metier. Sie kommen nicht durch Volkswahlen in ihr Amt, was sie auch von der Notwendigkeit enthebt, Wahlkämpfe zu führen, was amerikanische Richter jedenfalls auf der Einzelstaatsebene sehr häufig tun müssen, wo Richter per Volk gewählt werden, mit allen Nachteilen, die das hat. Unlängst ist mir gesagt worden, dass die Kandidatur für ein Richteramt oder auch für ein Staatsanwaltsamt etwa 1 Million Wahlkampfkosten für den Kandidaten verursacht. Davon sind wir glücklicherweise frei. Sie kommen auch nicht mit einer Agenda. Natürlich kommt ein Richter mit einer Vorstellung von guter Verfassungsinterpretation, aber er kommt nicht mit einem politischen Programm, das er in diesem Amt verwirklichen möchte. Und natürlich, man kann nicht aus eigener Initiative tätig werden. Und man hat keine Notwendigkeit, für seine Entscheidungen außerhalb des Gerichts noch für Konsens zu werben, was ja der größte Teil der Tätigkeit von Politikern ausmacht. Nicht etwa die Findung der Entscheidung, sondern die Beschaffung des Konsenses für die gefundene Entscheidung. Aber natürlich, Richter, Verfassungsrichter namentlich, verdanken ihr Amt einem politischen Akt. Unendlich viele Gestaltungsmöglichkeiten, wie man die Richterwahl regeln kann, aber in aller Regel hat die Politik einen erheblichen Anteil daran, und das ist auch keine Fehlentwicklung, denn wie alle Amtsträger, wie alle Träger öffentlicher Gewalt, brauchen auch die Verfassungsrichter eine demokratische Legitimation, und die kommt halt über die Politik. Aber wegen der Gefahr, die daraus entsteht für die Funktionserfüllung, treffen doch die meisten Verfassungen Vorkehrungen dafür, dass jedenfalls nicht allein die regierende Partei das Bestimmungsrecht hat. Deswegen können die Richter ihre Arbeit verfolgen, ohne dass sie von Systemwechseln, Regierungswechseln abhängig sind. Aber wir sehen, gar nicht weit von uns entfernt, in unmittelbarer Nähe, wie einige Staaten, sogar Mitgliedstaaten der Europäischen Union, gerade an diesem Grundsatz, der für die Tätigkeit der Gerichte unabdingbar ist, den Hebel ansetzen. Österreich hat das 1933 vorgemacht und inzwischen kopieren einige das, was hier zum ersten Mal 1933 geschehen ist, mit bekannten Wirkungen. In geordneten Verfassungsstaaten schützt weiter der Grundsatz der richterlichen Unabhängigkeit die Gerichte vor Politisierung, weder weisungsgebunden noch entlastbar, Amtszeit länger als die Wahlperioden von Regierungen und Parlamenten. Das heißt also, auch von den Wahlausgängen ist man in so einem Gericht unberührt. Die richterliche Unabhängigkeit ist kein persönliches Privileg. Sie gewährleistet, dass die Justiz nach rechtlichen Kriterien entscheiden kann und sich nicht den Kriterien anderer Systeme, egal ob politische, wirtschaftliche, religiöse, unterwerfen muss. Das ist ein entscheidender Vorteil. Gerade an dieser Stelle ist die Gewaltenteilung strenger als die Gewaltenteilung zwischen Exekutive und Legislative. Aber ebenfalls hier setzen die Systemveränderer, die wir beobachten können in unserer Nachbarschaft, an, unter dem Vorwand, es würde nur ein persönliches Privileg einer Kaste beseitigt. Wenn wir einen Blick auf die Kriterien werfen, ich werfe erstmal einen Blick auf mein Glas, vielen Dank dafür. Wenn wir die Kriterien anschauen, dann sind es in der politischen Arena Parteiprogramme, sind die Nachwirkungen einer Erkältung, bitte um Entschuldigung dafür. Ja, Parteiprogramme, Parteitagsbeschlüsse, Koalitionsverträge, Zweckmäßigkeit, Finanzierbarkeit, nicht zuletzt Auswirkungen der Handelnden auf ihre Wahlchancen in der nächsten Wahl. In der juristischen Arena ist es Verfassungsrecht. Das soll nicht heißen, dass das Verfassungsrecht in der politischen Arena keine Rolle spielte, aber gewöhnlich nicht von Beginn an, sondern es tritt sozusagen nachträglich als Korrektiv hinzu, nachdem der politische Wille gebildet ist. Die Frage, ob etwas politisch Erwünschbares auch rechtlich erlaubt ist, und dann liegt natürlich die Gefahr nahe, dass die Verfassungsfrage durch die Brille der politischen Absichten beantwortet wird,
Im Verfassungsprozess ist dagegen das, was politisch die vorrangige Frage ist, die nachrangige Frage. Schließlich das Verfahren. Das Ziel ist die Feststellung, was die einschlägigen Verfassungsnormen in Bezug auf die zu überprüfende politische Entscheidung bedeuten und was daraus rechtlich folgt. Und demgemäß ist in dieser Arena nicht Wille entscheidend, sondern Erkenntnis ausschlaggebend. Und zulässig sind allein rechtliche Argumente. Was rechtliche Argumente sind und was nicht als rechtliche Argumente gilt, kann sehr umstritten sein. Aber unzweifelhaft ist, dass nicht rechtliche Argumente unzulässig sind. Also, ob es klug ist, was die Politik entschieden hat oder bezahlbar ist, oder ob es den Parteien oder der Wirtschaft oder der Kirche nützt, das ist unerheblich. Ich denke, dass man deswegen als ein vorläufiges wohlgemerkt Resümee zumindest sagen kann, Verfassungsrechtsprechung ist nicht in dem Sinn politisch, wie die Tätigkeit politischer Parteien oder Parlamente oder Regierungen oder internationaler Konferenzen politisch ist. Aber die Frage, die Antwort vorliegt auf die Frage politisch oder juristisch, ist damit noch nicht gegeben. Was feststeht bislang ist ja nur, die politische Auseinandersetzung tritt mit der Klage vor dem Verfassungsgericht in ein anderes Stadium ein, indem sie unter veränderten Bedingungen und begrenzt auf die verfassungsrechtlichen Aspekte fortgeführt wird. Offen ist dagegen die Frage, ob die juristischen Akteure, die nunmehr entscheiden, an die juristischen Kriterien, die nunmehr maßgeblich sind, so gebunden sind oder sich so an sie binden lassen, dass kein Raum für andere, also etwa politische Erwägungen, bleibt. Das heißt also, die Frage nach dem politischen oder juristischen Charakter ist folglich die Frage nach dem Prozess der Auslegung und Anwendung der Verfassungsnormen. Ist trotz der politischen Bedeutung des Gegenstandes und trotz der politischen Bedeutung der Wirkung die verfassungsgerichtliche Operation selbst als juristisch einzustufen? Was zunächst die Akteure der Verfassungsrechtsprechung angeht, so stößt die Beobachtung hier natürlich an empirische Grenzen. Das hängt mit der Eigenart des Vorgangs zusammen. Fast überall gilt das Beratungsgeheimnis. Diejenigen Länder, wo die Gerichte öffentlich beraten, sind verschwindend gering an Zahl und man weiß auch nicht genau, ob die wirkliche Entscheidung in der öffentlichen Beratung fällt oder ob sie vorher schon gefallen ist. Nun werden jedenfalls in Deutschland auch keine Protokolle geführt über die Beratung. Ich weiß nicht genau, wie es hier ist. Es läuft auch kein Tonband mit, es gibt keinen Mitschnitt. Das heißt also, der eigentliche Entscheidungsvorgang bleibt auch der historischen Forschung verborgen, selbst wenn nach einer gewissen Zeit die Akten des Gerichtes für die historische Forschung freigegeben werden. Ganz abgesehen davon findet natürlich ein signifikanter Teil des Vorgangs in den Köpfen der Beteiligten statt. Und dann hat man bestenfalls richterliche Selbstdarstellungen, die darüber Auskunft geben können, aber deren Verlässlichkeit ist natürlich zweifelhaft. Man würde von einem Richter kaum erwarten, dass er sagt, in Wirklichkeit täte er was ganz anderes, als er vorgibt zu tun. Es gibt Ausnahmen. Ich war zufällig in den USA, als der berühmteste Professorenrichter der Vereinigten Staaten, Richard Posner, in den Ruhestand ging. Und er wurde interviewt von der New York Times. Und ich habe einen Satz mitgebracht, den ich so frappierend fand, dass ich ihn eigentlich Ihnen nicht vorenthalten möchte. Also er wurde gefragt, wie er denn zu seinen Entscheidungen kommt. Und dann hat er gesagt, I pay very little attention to legal rules, to statutes, to constitutional provisions. A case is just a dispute. The first thing to do is to ask yourself, forget about the law, what is a sensible resolution of this dispute? Und dann hat er fortgefahren, dann können wir noch fragen, ob die so gefundene Entscheidung einem Präzedenzfall oder einem sonstigen rechtlichen Hindernis entgegenstehe. Und dann kommt wieder wörtlich, and the answer is that this is actually rarely not the case. Ja, bei uns wäre das wahrscheinlich ein Grund für Impeachment gewesen, aber er hat es vorsichtshalber, in Amerika nicht, aber er hat es vorsichtshalber am Ende seiner Tätigkeit gesagt. Gut.
Wegen dieser Intransparenz sind die wissenschaftlichen Beschreibungen, die es in Amerika viel häufiger gibt als bei uns, des Vorgangs der Entscheidungsfindung voll von Spekulationen. Der wichtigste Teil der verfassungsgerichtlichen Tätigkeit ist eben sowohl für die Wissenschaft wie für die Öffentlichkeit eine Blackbox, was die Sozialwissenschaftler, die Politikwissenschaftler mehr irritiert als die Juristen, die ja selbst wenn sie nicht Mitglieder eines Gerichts sind, eine Ahnung haben, wie man mit Normen umgehen kann. Immerhin, Teile sind zumindest einer indirekten Beobachtung zugänglich, denn die Entscheidungen müssen begründet werden und die Begründung muss veröffentlicht werden. Die Entscheidungsgründe werden als Erkenntnisakte dargestellt, nicht als Willensakte. In den Gründen erklärt das Gericht, wie und warum sich sein Urteil aus der Verfassung ergibt. Common Law-Länder geben in der Regel noch mehr Einsichtsmöglichkeiten in das Entstehen, weil Dissenting Opinions an der Tagesordnung sind, die dann Rückschlüsse auch auf die interne Diskussion ermöglichen. In Civil Law Ländern sind Dissenting Opinions seltener und selbst da, wo sie zulässig sind, wie in der Bundesrepublik seit 1971, wird die Gelegenheit nicht häufig genutzt. Da Sie ein Sondervotum von mir erwähnt haben, will ich nur noch dazu sagen, ich habe in 12 Jahren 2 geschrieben, von denen eines bekannt geworden ist. Das heißt also, aus dem Fehlen eines Sondervotums in der Bundesrepublik Deutschland kann man nicht etwa auf Einstimmigkeit schließen, wie häufig angenommen wird. Man kann nicht mal notwendig aus der Abgabe der Anzahl der Sondervoten das Abstimmungsverhältnis schließen. Eine sehr, sehr wichtige Entscheidung des Bundesverfassungsgerichts, nämlich die erste Abtreibungsentscheidung, hat 2 Sondervoten gefunden, ist aber mit 5-3 Stimmen ergangen. Ein Richter hat sich entschlossen, trotz Gegenstimme kein Sondervotum zu verfassen. Nun weiß man freilich, die Herstellung einer Entscheidung und die Darstellung einer Entscheidung können auseinanderfallen. Und in der Tat ist es so, dass die Mehrheit, wenn ich das richtig einschätze, der Politikwissenschaftler, ganz sicherlich in den USA, aber in den USA und einigen anderen Ländern auch ein großer Teil der Rechtswissenschaft, der Auffassung ist, dass die Gerichte in Wirklichkeit etwas anders tun, als sie in ihren Begründungen vorgeben zu tun. Sie werden beschrieben als strategische Akteure, die ergebnisbezogen handeln und dann anschließend eine rechtliche Begründung konstruieren. In Wahrheit aber ihre persönlichen Eigeninteressen oder institutionelle Eigeninteressen des Gerichts oder subjektive Werte oder politische Präferenzen die Entscheidung prägen. Und nachdem auf dieser Grundlage die Entscheidung getroffen worden ist, wird sie so dargestellt, als ergebe sich zwingend aus der Verfassung. Rechtlichen Regelungen wird dann keine entscheidende Bedeutung für die richterliche Tätigkeit zugeschrieben. Das gilt als realistische Beschreibung von Rechtsprechung, insbesondere von Verfassungsrechtsprechung. Nun kann man gar nicht bestreiten, dass so etwas vorkommt. Dass es Gerichte gibt oder einzelne Richter gibt oder Richter in einzelnen Situationen sich in dieser Weise verhalten. Es gibt Richter, die eigene Interessen oder eigene Präferenzen verfolgen. Es gibt Richter, die die institutionellen Interessen der Justiz über das richtige Urteil stellen. Es gibt sicher Richter, die einen Konflikt mit mächtigen politischen Akteuren scheuen oder die sich nach den explizit geäußerten oder vermuteten antizipierten Erwartungen der Politik richten. Das alles existiert. Aber die Frage ist nur, ist das justiztypisch? Ist das also im Wesen der Justiz begründet, wie viele der Sozialwissenschaftler annehmen, oder ist das pathologisch? Es gibt eine Rüge, ich habe jetzt so viel Schlechtes über die Politikwissenschaft gesagt, der ich mich selber aber durchaus verbunden fühle, weil ich sie immer auch mitlaufend studiert habe. Es gibt mindestens eine rühmliche Ausnahme unter den Politikwissenschaftlern, das ist der kürzlich verstorbene Oxford-Politologe David Robertson,
der das getan hat in seinen Forschungen über Verfassungsgerichtsbarkeit, was die meisten Sozialwissenschaftler unterlassen, der nämlich eine Analyse der Entscheidungsbegründungen angestellt hat. Dann 8 Staaten mit Verfassungsgerichtsbarkeit vergleichend untersucht hat. Leider ist Österreich nicht dabei, aber Ungarn und Polen etwa sind dabei als neue Staaten mit Verfassungsgerichtsbarkeit. Das Buch schreibt er selber, unterscheidet sich von den meisten politologischen Arbeiten zur Verfassungsgerichtsbarkeit dadurch, dass er die juristische Argumentation in den Vordergrund rückt, welche die richterliche Tätigkeit ausmache und zentral für das Verständnis der Rolle von Gerichten in komplexen Gesellschaften sei. Er schreibt dann, er bevorzuge diesen Ansatz, jetzt wörtlich, aber ich habe es aufs Deutsche übersetzt, weil es einfach unglaubwürdig erscheint, dass so viele tausend professionell sozialisierte, fähige Männer und Frauen lügen oder sich selbst mit ihren Argumenten etwas vormachen wollen. Das ist sein Zitat. Das ist natürlich ein Plausibilitätsargument und verglichen mit empirischen Erhebungen weniger überzeugend. Aber nicht jedes richterliche Verhalten lässt sich eben empirisch erfassen. Und auch die Rechtsrealisten haben keine exklusiven empirischen Einsichten in die Arbeit von Gerichten, sondern sie lassen sich leiten bei ihren Erkenntnissen über richterliches Verhalten von einer vorgefassten Prämisse, und das ist die Rational Choice Theorie. Also alle Akteure sind rationale Akteure, deren Interesse die eigene Machtmaximierung oder Gewinnmaximierung ist, kommt erklärlicherweise, ersichtlicherweise aus der Ökonomie. Nun ist es aber keineswegs klar, unter welchen Bedingungen und in welchem Umfang und in welchen Bereichen Rational Choice eine ausreichende Erklärung für das so untersuchte Verhalten verspricht. Deswegen will ich mich in allem, was ich jetzt noch sage, auf den Richtertypus, den Robertson vor Augen hat, beziehen und will nicht die Fälle, die ich für pathologisch halte, berücksichtigen. Also Richter, die ernstlich darum bemüht sind, verfassungsrechtliche Fragen aufgrund einer juristisch gebildeten Überzeugung vom Sinn der Norm zu beantworten. Ich weiß aber dabei und stelle immer in Rechnung, dass es abweichendes richterliches Verhalten gibt. Trotzdem, mein Richterbild ist nicht das Richterbild eines Idealtypus, den man in einer idealen Welt findet, sondern ich meine, dass ich einen realen Richtertypus damit beschreibe. Entspricht auch meiner eigenen Erfahrung von 12 Jahren Karlsruhe. Da sind natürlich viele Meinungsverschiedenheiten im Gericht gewesen. Die Situation, dass von Anfang an Einigkeit bestand, sodass man nach wenigen Minuten fertig war mit der Beratung, ist eine Ausnahme. Aber es waren eben doch juristische Meinungsverschiedenheiten. Und wer für seine Auffassung kein juristisches Argument vortragen konnte, musste damit rechnen, dass seine Argumentation wirkungslos blieb. Und es war vor allem, und das machte die Tätigkeit für mich zu einem, ja, ich kann ruhig sagen, dauerhaften Vergnügen, dass es an der Tagesordnung war, dass Richter aufgrund der Argumentation, der Debatte, ihre Meinung geändert haben. Ich kann auch feststellen und kann zugeben, dass die Herstellung und die Darstellung nicht immer dasselbe sind. Aber Herstellung und Darstellung einer Entscheidung sind doch nicht völlig unverbunden nebeneinander stehend. Noch einmal aus meiner Erfahrung, ich entsinne mich einen versammlungsrechtlichen Fall, wo die Strafgerichte jemanden wegen eines Versammlungsdeliktes verurteilt hatten. Und wir kamen in der Beratung zu der Auffassung, dass das Urteil gegen die Verfassung verstieß. Ich war der Berichterstatter und habe kurz die Begründung skizziert. Und die Antwort war, mit den Gründen kommen Sie nicht zu diesem Ergebnis. Dann habe ich gesagt, gut, wie kommen Sie zu dem Ergebnis? Und es wurden ein paar Vorschläge gemacht. Und ich habe dann gesagt, ich schreibe den Entwurf auf dieser Basis. Und ich bin in die nächste Sitzung und habe gesagt, ich kann ihn nicht auf dieser Basis schreiben. Von Ihren Prämissen komme ich auch nicht zu diesem Ergebnis. Das Ergebnis war, dass das strafgerichtliche Urteil gehalten worden ist. Und ich habe diesen Fall häufiger erzählt, besonders gern natürlich vor den Rechtsrealisten in Amerika. Und die Reaktion war fast immer geteilt. Die einen haben gesagt, mein Gott, die wissen alle, wie es ausgeht und finden keinen Grund dafür.
Und die anderen haben gesagt, mein Gott, die nehmen aber ihre Sache wirklich ernst. Die Antwort war mir die liebere, wie Sie sich denken können. Gut, auch damit ist die Diskussion noch nicht am Ende, denn der Versuch, die verfassungsrechtliche Frage juristisch zu entscheiden, könnte ja vergeblich sein. Etwa weil der Verfassungstext nicht genügend Anhaltspunkte enthält für die Entscheidung, sodass andere Erwägungen einfließen. Dadurch wird der Fokus nur noch einmal verengt. Die Frage ist die, ob und inwieweit der Prozess der Anwendung von Verfassungsnormen auf den Fall in sich selber politisch ist. Und damit verlagert sich das Problem von der Bereitschaft der Richter, juristisch zu entscheiden, sich von den Normen binden zu lassen, auf die Frage der Bindungsfähigkeit der Normen selbst. Das heißt, der Blick schwankt jetzt von den Akteuren zum Vorgang der Verfassungsinterpretation. Die Interpretation ist unvermeidlich. Es gibt keine Anwendung der Verfassung auf Streitfälle ohne vorgängige Interpretation der Verfassung. Schon die Frage, ob in der Verfassung überhaupt eine einschlägige Norm ist oder nicht, und damit dann die Politik frei in ihrem Verhalten wäre, ist das Ergebnis einer Interpretation. Und genauso ist es mit der Frage, welche Norm denn einschlägig ist. Und erst recht mit der Frage, was denn diese Norm gerade für diesen Fall, der zur Entscheidung ansteht, bedeutet. Diese Notwendigkeit ergibt sich aus der Eigenart von Normen. Im Unterschied zu Einzelweisungen, die sich immer auf eine schon abgeschlossene Situation beziehen und die sich in der Regel im Vollzug erschöpfen, sind Rechtsnormen für eine unvorhersehbare Vielzahl künftiger Fälle eingestellt. Deswegen sind sie mehr oder weniger abstrakt und generell formuliert, aber die Fälle, auf die sie angewandt werden, sind stets individuell und konkret. Das heißt also, zwischen Norm und Fall gibt es eine Kluft. Das heißt, die meisten Normen sind nicht umstandslos auf den Fall anwendbar. Die Kluft wird durch Interpretation überbrückt. Und das verlangt vom Rechtsanwender, aus der abstrakt generellen Norm einen konkreteren Rechtssatz abzuleiten, der dann auf den Fall passt. Das kann natürlich je nach Alter oder Bestimmtheit der Rechtsnorm oder je nach Komplexität oder Neuheit des Falles schwerer oder leichter sein, kann längere oder kürzere Argumentationsketten erfordern. Aber keine Norm, würde ich sagen, ist so klar, dass niemals Zweifel an ihrer Bedeutung für Einzelfälle entstehen können. Ob eine Norm vage und unbestimmt formuliert ist, kann ich beim Lesen erkennen. Ob ihr Sinn klar und eindeutig ist, kann ich nicht unabhängig vom Fall feststellen, den es zu entscheiden gilt. Ein und dieselbe Norm kann im Hinblick auf einen Sachverhalt klar sein, im Hinblick auf einen anderen Sachverhalt unklar. Und die Fälle, wo der Sinn der Norm klar ist, sind nicht die Fälle, die in der Regel bei Gericht anlaufen. Jeder weiß, vage Rechtsnormen sind im Verfassungsrecht häufiger als im Gesetzesrecht. Das heißt, die Kluft zwischen Norm und Fall ist im Verfassungsrecht meist größer als im Gesetzesrecht. Dem Richter, der die Verfassung auf Streitfälle anwendet, eröffnen sich also Spielräume. Die sind keine Spielräume für beliebige Deutungen, denn jeder Spielraum hat Grenzen. Aber es gibt in der Regel doch mehr als eine akzeptable Deutung. Das heißt also, die Auslegung ist kein rein kognitiver Vorgang. Auslegung erschöpft sich nicht in der Aufdeckung eines Sinns, der bereits zum Zeitpunkt des Erlasses der Normen in dieser deponiert war. Die konkretisierende Norm wird nicht einfach gefunden, sondern sie wird bis zu einem gewissen Grade konstruiert, allerdings so, dass eine Rückführung auf den Verfassungstext stattfinden kann. Reicht das jetzt aus? Reicht dieser Spielraum, der unweigerlich mit Fallanwendung verbunden ist, aus, zu sagen, dass die Anwendung von Verfassungsnormen auf konkrete Fälle von ihrer Natur her politisch sei? Wenn das zuträfe, dass bereits dort, wo die Bestimmtheit einer Norm endet, die Rechtsprechung beginnt, politisch zu werden, dann wäre wohl nicht nur die Verfassungsrechtsprechung politisch, sondern wäre jede Rechtsprechung politisch. Das würde nach meiner Auffassung verschiedene Einschränkungen außer Acht lassen, denen Rechtsanwendung unterliegt.
wie der Bereich der Unbestimmtheit gefüllt wird und wie vage Normen auf einen Fall anwendbar gemacht werden, ist selbst wieder rechtlich gesteuert. Der Spielraum verengt sich durch juristische Dogmatik, er verengt sich durch Präzedenzfälle, er verengt sich durch Interpretationsmethoden. Mit Dogmatik und Präzedenzien hat der Rechtsanwender einen Speicher sozusagen von anerkannten und bewährten Interpretationen, auf die er zurückgreifen kann, ohne jedes Mal wieder ab ovo anzufangen. Und die juristische Methode weist Wege, wie unbestimmt formulierte Normen rational konkretisiert werden können, ohne dass dabei die Normenbindung aufgegeben wird. Es ist gerade Aufgabe der Methodenlehre, rechtliche von nichtrechtlichen Argumenten zu scheiden. Und ein großer Teil der juristischen Ausbildung, des Studiums von Methoden, von Dogmatik und Präzedenzien, ist dazu da, den Rationalen, die Befähigung zum rationalen Umgang mit Normen zu vermitteln, die keiner unmittelbaren Anwendung auf den Fall fähig sind. Aber man muss natürlich immer bedenken, weder Dogmatik noch Methodik bindet den Richter in derselben autoritären Weise wie der Normtext. Dogmatik und Methode sind das Ergebnis von einer fortdauernden Arbeit am Recht, an der Wissenschaft und Praxis beteiligt sind. Der Prozess verläuft selten unumstritten, er ist niemals abgeschlossen. Verschiedene Methoden konkurrieren miteinander. Das Ergebnis, das man findet, kann von der Methode, die man wählt, abhängig sein. Die Grenze zwischen rechtlichen und nichtrechtlichen Argumenten wird von verschiedenen Methodenlehren verschieden gezogen. Teleologische Auslegung, die wir heute alle praktizieren, hat zu gewissen Zeiten als politisch und nicht als rechtlich gegolten. Für eine Methodenlehre ist die richterliche Anpassung einer Norm an neue Herausforderungen Politik, für eine andere ist das eine rechtliche Methode. Aber dessen ungeachtet, aller Ungewissheiten ungeachtet, sind es doch immer rechtliche Methoden, die hier angewandt werden. Und jede formuliert Voraussetzungen, unter denen die Interpretation Anspruch auf juristische Richtigkeit erheben kann. Aber es gibt natürlich keine externe Instanz, die entscheidet, welche Dogmatik und welche Methode richtig ist. Und deswegen lässt sich nicht ausschließen, dass mehrere Interpretationen existieren, ohne dass man die Möglichkeit hätte, mit Eindeutigkeit zu sagen, dass eine richtig und die andere falsch wäre. Ich möchte das nicht verstanden wissen als anything goes. Es gibt Interpretationen, die eindeutig falsch sind, unabhängig davon, welche Methode oder welche Dogmatik man einschlägt. Eindeutig falsch heißt also außerhalb des Spielraums möglicher Interpretationen. Aber befindet sich die Interpretation innerhalb des Spielraums, dann sind die Meinungsverschiedenheiten zwischen Richtern über den Ausgang immer noch rechtliche Meinungsverschiedenheiten. Und es bleibt dabei, dass dem Richter Entscheidungen abgefordert werden, die nicht vollständig durch den Text der Norm determiniert sind. Die Situation ist also unausweichlich. Daher jetzt eine letzte Eingrenzung des Problems. Die Frage, die dann übrig bleibt, meines Erachtens, ist die Frage, was denn nun die Wahl zwischen verschiedenen rechtlich möglichen Lösungen eines Falles bestimmt. Schlagen hier jetzt endgültig die politischen Überzeugungen oder die Parteiaffiliationen durch? Es gibt Soziologen, die dem auf die Spur zu kommen versuchen, indem sie die Sozialdaten der Richter erheben. Was hat er für einen Familienhintergrund? Wie reich sind die Eltern? Ist er katholisch oder atheistisch? Aber das hätte natürlich nur dann Sinn, wenn man eine Kausalbeziehung herstellen könnte zwischen den Sozialdaten und der Entscheidung. Und das, finde ich, ist ein Vulgärsozialismus, den man lieber auf sich beruhen lässt. Aber ernst zu nehmen, kommt mir dann doch die soziologische Theorie vor, die zur Erklärung von richterlichem Verhalten nicht auf subjektive Interessen einzelner Richter abstellt, sondern auf die objektiven Interessen ihrer Institution, nämlich der Justiz. Und diese Theorie würde dann sagen, die Richter fällen diese Entscheidungen innerhalb des Interpretationsspielraums so, dass die eigene Macht erhöht wird. Kommt also wieder der Rational-Choice-Gesichtspunkt hinein. Wiederum, das kann so sein. Ich würde das nicht ausschließen, dass es das gibt. Und wenn man sich Gerichte in Zeiten politischer Pressionen vorstellt, wird diese Situation vielleicht häufiger auftreten, als es einem lieb ist.
Aber in solchen Extremsituationen sind wir in unseren beiden Ländern glücklicherweise nicht, sondern versuchen eher auf die, die im Moment in dieser Gefahr sind, Einfluss zu nehmen, nicht zuletzt durch die Venice Commission. Deswegen auch mein Wunsch, dass das weitergehen möge. Für die Normalsituation glaube ich, dass diese Theorieansätze die Eigenlogik des Rechtssystems unterschätzen und auch die relative Autonomie rechtlicher Prozesse. Und dass sie nicht genug den Unterschied zwischen Absicht und Wirkung bedenken. Die Absicht einer professionellen Behandlung von Rechtsfragen ist, dem Geltungsanspruch, den die Norm erhebt, in einer möglichst guten Weise einzulösen. Die Wirkung ist sehr häufig eine Ausdehnung der Kontrollbefugnisse der Gerichte. Die ganze Grundrechtsjudikatur des Bundesverfassungsgerichts könnte man unter diesen Gesichtspunkten betrachten. Also was ist maßgeblich für die Füllung des Interpretationsspielraums? Vor allem wohl das, was man häufig nennt Vorverständnisse, die man mitbringt, Hintergrundannahmen. Man sollte das nicht vorschnell für rein subjektive Auffassungen von Richtern halten. Viele von solchen Hintergrundannahmen sind überindividueller Natur, Zeitströmungen, wie sagen wir die Einstellung zu Geschlechterrollen, zu sexueller Orientierung. Die können sehr wohl die Auslegung des höchst offenen Gleichheitsgrundsatzes berühren. Hintergrundannahmen auch, was man sich unter einer gerechten Sozialordnung vorstellt. Das kann dann wichtig werden, wenn es um das Verhältnis von Markt und Staat geht, also bedeutsam insbesondere dann, wenn Begrenzungen wirtschaftlicher Grundrechte zur Entscheidung stehen. Hintergrundannahmen können auch solche sein über die Funktion der Verfassung. Halte ich die Verfassung eher für eine Rahmenordnung oder halte ich sie eher für eine Handlungsvorgabe für die Politik? Das sind Einstellungen, die sich wiederum niederschlagen in Unterschieden zwischen Judicial Activism oder Self-Restraint. Jeder Richter steht unter dem Imperativ, juristisch richtig zu entscheiden, ohne dass aber die Frage der Richtigkeit im Verfassungstext abschließend bestimmt ist. Jeder Richter muss sich daher im Interpretationsprozess zu einer eigenen Gewissheit durchringen, aber er muss zugleich anerkennen, dass diejenigen, die zu anderen Ergebnissen kommen als er selbst, deswegen nicht notwendig falsch oder gar unjuristisch entschieden haben. Aus diesem Grund sind auch strittige Urteile oder Sonderboten kein Beweis dafür, dass es in Wahrheit gar nicht rechtlich zugegangen sei. Über die richtige Deutung des geltenden Rechts kann man legitimerweise streiten. Und die Gesellschaft sollte ihre Gewissheitserwartungen an die Richtigkeit, an die Eindeutigkeit von Recht nicht unrealistisch überziehen. Rechtsgewissheit ist in der Regel nicht schon mit der Inkraftsetzung einer Norm erreicht, sondern sie wird erst in der Entscheidung und der Anwendung auf Fälle vollendet. Vorverständnisse und Hintergrundannahmen sind unvermeidlich, obwohl sie nicht im engeren Sinne juristisch sind, also im engeren textlichen Sinne juristisch sind, kann man sie doch auch nicht einfach als außerrechtlich abtun. Sie sind durch die Aufgabe, den Sinn der Norm zu ermitteln, veranlasst. Sie sind in den Prozess der Normauslegung und Fallentscheidung integriert. Vorverständnisse, Vorstellungen von der Realität, in der die Norm ihre Wirkung tun soll, fließen nicht unvermittelt, umstandslos in die Rechtsfindung ein. Sie beeinflussen sie immer nur in einer normativ vermittelten, normativ kanalisierten Art und Weise. Und sie werden auch durch den Umstand abgemildert, dass Entscheidung im juristischen Bereich, im verfassungsrechtlichen Bereich ein kollektives Unterfangen ist. Alle angeführten Argumente müssen von der Gruppe, letztlich von der gesamten Profession der Juristen, als rechtliche akzeptiert werden. Ich komme zum Schluss, will noch mal sagen, man kann nie ausschalten, man kann nie ausschließen, dass auch Verfassungsgerichte, die ihre rechtliche Aufgabe ernst nehmen, die schwer definierbare Grenze zwischen Verfassungsinterpretation und Verfassungsänderung überschreiten. Man kann auch nicht ausschließen, dass Gerichte außer Tritt mit der Gesellschaft geraten, für die sie Recht sprechen. Deswegen sind Korrektive notwendig. Kritische Beobachtung durch die Rechtswissenschaft ist ein ungeheuer wichtiges Korrektiv. Öffentliche Debatte, die
über Medien vermittelt, im Publikum stattfindet. Das heißt natürlich nicht, dass die Richter ihre Entscheidung nach der öffentlichen Meinung ausrichten sollten, aber es ist doch eine Aufforderung, wenn eine solche Kluft sich auftut, das eigene Verhalten kritisch zu reflektieren. Und ich glaube auch, dass diese Forderung, das zu tun, nicht aussichtslos ist. Denn gerade Verfassungsrichter haben ein Gespür für die Verletzlichkeit der Institution. Das ist ja bei der Verfassungsgerichtsbarkeit anders als bei der gewöhnlichen Gerichtsbarkeit. Die höhere Gefährdung folgt daraus, dass die Adressaten ihrer Urteile die obersten Staatsorgane selbst sind, über denen es keine andere Durchsetzungsinstanz mehr gibt. Das heißt, Adressat der Urteile und Vollstrecker der Urteile fallen anders als im gewöhnlichen Recht in eins. Auch wenn das bremsend wirkt, geht es letztlich meines Erachtens nicht ohne Gegengewichte, um dem demokratischen Risiko, das der Verfassungsgerichtsbarkeit innewohnt und das mir fern liegt, zu bestreiten, also um dieses zu minimieren. Das heißt nichts anderes, als dass Rechtsprechungspraxis auch von Verfassungsgerichten korrigierbar sein muss. Korrektiv freilich nicht, dass dem Parlament erlaubt wird, sich über Urteile hinwegzusetzen, wie das in einigen Staaten des Commonwealth geltendes Verfassungsrecht ist, wie es übrigens neuerdings in Deutschland als die demokratische Reform der Verfassungsgerichtsbarkeit ins Gespräch gebracht wird. Im Rechtsstaat gibt es meines Erachtens keine rückwirkende, nur eine prospektive Korrektur für Verfassungsrechtsprechung. Und das Mittel für diese prospektive Korrektur ist die Verfassungsänderung. Und damit schließe ich und bedanke mich bei Ihnen für Ihre Aufmerksamkeit.